Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, wir machen heute mal eine XXL-Folge, weil Maximus, ja, hat heute am 3. September Geburtstag. Und da will ich nochmal an alle, die schon geschrieben haben, auf diversen Plattformen, ob nur auf Facebook, Instagram oder Twitter oder hier auf YouTube, danke, 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 danke. Oder Discord oder Steam. Ja, man hat so viele Plattformen, man weiß gar nicht mehr, wo man eigentlich überall ist. Und ja, an alle, wo ich jetzt nicht ein Herzchen oder was zurückschreiben kann, ihr seid damit gemeint. Ja, wir wollen heute mal, wie gesagt, eine XXL-Folge machen. Wir sind gerade in Halle und werden Richtung München fahren. Bevor wir losfahren, geben wir Edeltraut ein Küsschen und dann hier unseren Katzenpaul. So, dann schmeißen wir mal den Motor an. Jo, hab extra mal einen ordentlichen Motor reingehauen. Und werden mal den Bordcomputer einstellen. Und dann fahren wir. Ja, heute ist Maximus mal wieder ein Jahr älter geworden. Ich gehöre ja nicht mehr zu den Jüngeren hier unter den YouTube-Kollegen. Obwohl die ja mittlerweile auch nach und nach ein bisschen älter werden. Es kommen neue dazu, es gehen alte. So ist das Geschäft, so ist YouTube. Und mittlerweile bin ich 40 Jahre. Ja, viele hätten jetzt nicht gedacht, dass ich schon so alt bin. Vielleicht, weil ich mich nicht so anhöre. Vielleicht, weil meine Art nicht so erwachsen sein sollte, ist. Oder, naja, ihr könnt ja reinschreiben, bin ich erwachsen? Nicht immer. Männer bleiben grundsätzlich auch irgendwie wie kleine Kinder. Ja, aber nicht nur das. Maximus hat sich auch zum Geburtstag ein bisschen was gegönnt. Und zwar, ich sage es einfach mal für mich, was ist denn hier schon wieder los? Eine Höllenmaschine. Ja, für mich ist es auf jeden Fall eine Höllenmaschine. Wir haben im Livestream beim letzten Mal schon mal darüber diskutiert, wie lange eigentlich oder wie alt eigentlich mein Rechner ist, den ich habe, weil der Maximus hat sich einen neuen Rechner gekauft. Unten findet ihr auf jeden Fall den Link, da könnt ihr euch den angucken, könnt mitdebattieren und dann euren Senf dazu geben. Prinzipiell, ja, glaube 2010 waren wir soweit. Da hatte ich ja so ungefähr mit YouTube angefangen. Da hatte ich dann Battlefield 3 oder so. Ja, irgendwie so in der Dreh, also ungefähr 2010. Also das ist nun mittlerweile schon 9 Jahre alt. Ich habe ihn immer wieder aufgerüstet, habe aber jetzt ehrlich gesagt, ich bräuchte jetzt endlich mal einen neuen. Ich hätte natürlich auch wieder weiter aufrüsten können. Aber irgendwann, ja, ihr wisst es. Ja, ist so wie beim Auto, und dann steckst du da wieder Geld rein und da, da. Bist du denn zufrieden? Nee, bist du nicht. Ich wollte auch erst den Rechner 2020 machen. Da wäre er 10 Jahre alt gewesen. Ja. Ich spiele noch nicht mit dem neuen Rechner. Er steht neben mir und ich bin immer noch am Einrichten. Ihr wisst ja, Maximus hat ja nicht ganz so viel Zeit. Neben seinem Beruf, wo er 40 Stunden arbeiten geht, macht er hier noch privat noch ein bisschen YouTube. Dann hat er noch Familie und ein Kind, was am 6. September einen Monat alt wird. Ja, eine kleine süße Maus. Grüße gehen raus an Fabienne. Kleine süße Maus. Und ja, das benötigt natürlich noch mehr Zeit. Zeit, die man eigentlich gar nicht so hat. Also nicht jetzt für das Kind. Das geht natürlich immer vor. Ne? Das, aber jetzt YouTube-technisch gesagt, muss ich da halt immer noch viel mehr optimieren. Und meine Optimierung ist ja, dass ich hier YouTube, dass ich 2-3 Folgen mit dem gleichen LKW mache, aber die dann halt ein bisschen so versetzt. Ja, anders funktioniert das nicht. Ne? Ja, ich habe manchmal, wenn ich nach Hause komme abends, zum Beispiel am Dienstag, wenn ein Sprechtag ist und ich bis 18 Uhr arbeiten gehe, dann ist eben, ja, dann ist eben nicht mehr so viel Zeit übrig für die Videos, eigentlich manchmal auch gar nichts, ne? Das ist dann
halt ein bisschen schwierig. So, warte mal, wir haben 300 noch was Kilometer. Wir fahren mal ein bisschen zügiger, 85. Ich denke mal, das ist, kann man mal machen, ne? Wir können auch mal 90 fahren. Fahren wir mal heute 90 durch Deutschland. Ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen tricky. Darum kann ich nicht alle Spiele zocken. Darum wird es auch ein bisschen länger dauern mit meinem Rechner. Nur kurze Eckdaten. Ich habe, die Community hat ja auch schon geschrieben gehabt, bezüglich welchen Prozessor ich nehmen soll, AMD oder Intel. Ich habe mich dann doch für einen Intel entschieden. Vielleicht habe ich auch eine Umfrage reingemacht und da könnt ihr ja selber nochmal sagen, ob ihr euch den AMD, ich glaube Ryzen 3900X oder den Intel 9900 KF habe ich jetzt, ob nur K oder KF, ich habe den KF jetzt, den habe ich mir geholt. So, dann habe ich eine GTX 2080 Ti und dieses ganze Ding hat 3.500 Euro gekostet. Ja, und das hätte ich einfach so, gut, hätte ich schon kaufen können. Aber das ist wirklich Geld, das durch Livestreams, durch meine Mitglieder, ich habe um die 40 Mitglieder und das ist total geil. Ich bin auf einem guten Weg, die 85.000 Abonnenten zu knacken. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich das schaffe. Vielleicht schaffe ich es auch nicht. Aber ich sage einfach mal, ja, es sieht gut aus, dass ich die 85.000 Abonnenten dieses Jahr knacke. Und das aus dem Hobby, ja. Wenn man sich mal so die Tragweite so überlegt. Man geht so arbeiten. Also ich mache das ja nicht hauptberuflich. Und was man dann erreicht hat, ne, ist schon, da kann man schon ein bisschen stolz sein. Ich habe ja immer, wie gesagt, denn das große Ziel ist wirklich die, naja, die 100k. Mal dieses Play-Button hier in mein Zimmerchen reinhalten, reinmachen und dann läuft es. Ja, also finde ich schon recht angenehm. So, machen wir mal nicht ganz so schnell, nicht, dass ich immer wieder geblitzt werde. Ja, also könnt ihr mal mit abstimmen, ob es gut oder nicht gut war, jetzt die Wahl. Also ich bin halt auch irgendwie ein Gewohnheitstier. Man muss mich halt mit Zahlen überzeugen können, ja. Wenn jetzt ein anderes Produkt, sagen wir mal, bei den Spielen 10% besser ist, ne, dann hätte ich mich für den AMD entschieden. Aber wenn die ganzen Benchmarks und alles so, ich habe mich da wirklich eine ganze Weile belesen und es wird zwar immer gesagt, der AMD, der ist richtig gut und er ist er ja auch, ja, aber es wird nie so richtig gesagt, dass er gegenüber den Intel überlegen ist. Die liegen vielleicht so auf der gleichen Welle, vielleicht könnt ihr ja da noch mal rein. Es ist halt auch eine Sache, was man selber so fühlt, ey, so, ist ja so mit den Autos, ja. Ich bin so ein VW-Affe und bevor man mich da irgendwo von ein anderes Auto überzeugt, ja jetzt nicht Audi oder so, das ist die gleiche Soße, aber da wird dann halt nicht viel, ne? Dann muss man mich wirklich mit ordentlich Fakten reinballern, obwohl mein erster Rechner, den ich hatte, ja ein AMD war und ich war zufrieden. Aber so ist es, ne? Soll auch jeder nach seiner Fasson leben und wenn er Spaß daran hat, wir haben mal hier rundum Leuchte hier dieses Blitzlicht mal ausmachen, ne? Soll er ja machen, ne? So, ja, 40 Jahre, langsam graues Haar, so sieht's dann aus. Meine Ziele, ja, was sind meine Ziele? Also jetzt auf YouTube technisch habt ihr ja mitbekommen. Ich habe auch schon oft genug erzählt, warum, weshalb, wieso ich YouTube mache. Irgendwie habe ich so die Vermutung, dass Männer, habe ich ja gerade schon gesagt, immer irgendwie Kinder bleiben und die gewissermaßen irgendwie ein Hobby frönen müssen. Weil Frauen, die haben zum Teil auch Hobbys, aber wenn dann halt das Kind kommt, ist dann ja das Kind irgendwie das Hobby, ne? Also kannst nicht alles machen, also ich kann ja schlecht die Brust geben. Jetzt gerade zum Anfang, wenn die dann nachher ein bisschen größer sind,
dann kann man als Papa dann auch ein bisschen mehr machen. Aber es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Aber man stellt sich der ganzen Sache. Trotzdem habe ich Windeln noch nicht gewechselt. Wenn da ein Ei drin liegt, dann bin ich weg. Ja, ich bin ein richtiges Weicher. Ich könnte auch keine Horrorspiele spielen, weil, so wie man mal sagt, große Klappe, nichts dahinter, ne? Ja, ich bin dann halt ein richtiges Weicher. Ja, das ist, bin da nicht so stumpf. Ich stelle mir da halt so viele Sachen vor und ja. Ja, dieses Jahr kann man ja auch gar nicht mehr mit irgendwelchen großartigen Sachen so rechnen, ja. Was jetzt großartig an Spielen kommt. Darum nutze ich die Zeit, diesen Rechner nach und nach einzurichten. Also ist immer so, jetzt fahre ich zum Beispiel mit dem alten Rechner. Es wird dann bestimmt irgendwann mal eine Folge kommen, wo ich sage, hey, die erste Folge mit dem neuen, mit der neuen Höllenmaschine, oder mit dem neuen Rechner. Nee, das ist jetzt keine Höllenmaschine, aber für einen Gamer ist das schon ein ganz schönes Brett. Klar könnten jetzt welche sagen, ey, hat doch so alles auch funktioniert. Naja, bei manchen Spielen, beim Euro Truck Simulator, läuft das alles super. Ja? Aber man muss ja auch mit der Zeit gehen. Das, man muss auch gewisse Ausgaben haben. Gerade so in Bezug auf Finanzamt, ne? Sonst freuen die sich noch mehr wie ich. Muss man mir ganz ehrlich sagen. Und dann kommen auch noch Spiele, die nach und nach ein bisschen mehr Dampf brauchen. Ob es nun Cyberpunk ist oder das neue Watch Dogs, ja. Und erst nächstes Jahr anzufangen und dann, oh, es kommt jetzt gleich, ich muss jetzt alles machen. Nee, dann kann ich hier, wenn es 4, 5 Wochen sind, ja, meine Fritzbox ist immer noch nicht angeschlossen. Vielleicht schafft es ja Toni am Wochenende. Am 7. werden wir dann ein bisschen feiern. Ja, ich bin da nicht so, ja. Ein kleiner Schludrian, ne? Ja, aber jetzt mit dem Rechner, das will ich alles gemütlich einrichten. Dann kann dann am neuen Rechner kann dann Tütchen oder Boti können dann halt den Multiplayer dann einrichten. Den Euro Truck Simulator, dass ich dann nach und nach immer mehr mit dem neuen Rechner agiere und der alte, naja, braucht nicht reinschreiben, was ich mit dem alten Rechner mache, da sind schon andere Ideen, was damit gemacht wird. Ne? So, ja, so ist dann erstmal der Plan, also es wird auf jeden Fall auf YouTube weitergehen. Euro Truck Simulator Go to the 2000, also 2000 Folgen, da sind wir wahrscheinlich dann sowieso schon bald. Also nicht mit der Nummerierung, ich weiß jetzt nicht, welche Nummerierung wir jetzt hier haben. 1170 oder 80, irgendwie so in der Drehe werden wir jetzt mittlerweile sein. So, warte mal, was macht der jetzt hier? Wie sieht das eigentlich aus? Ey, wir sind ja, das ist ja doch keine XXL-Folge. Ah, Mann, was mache ich denn jetzt? Bei 80 fahren. Bin ich aber lang geblasen hier. Ja, immer noch unterwegs auf der Promods. Ich nehme ja viele Videos, habt ihr mitgekriegt, schon immer am Wochenende auf. Und die werden dann manchmal die Woche darauf oder übernächste Woche dann noch kommen. Also mit dem LKW. Dass ihr das dann halt da noch ein bisschen. Halt die Optimierung von meiner Seite, ne? Dass nicht jeden Tag der gleiche LKW kommt, nur weil ich 2, 3 Mal mit dem. Die Farben ist ja logisch. Wurde mir auch nie gefallen. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Ja, bei Mods. Ich werde natürlich immer wieder mal ein paar Mods zeigen, aber man hat die jetzt schon so oft gesehen. Ne? Und deswegen ist dann manchmal so ein bisschen die Luft raus. Bei News, das werde ich auf jeden Fall immer behalten, dass ich über Euro Truck Simulator News oder andere Sachen rede. Oder über eine Wunschliste. Ihr habt ja da auch beim letzten Mal einige Sachen reingeschrieben, die man eventuell mal ansprechen kann. Und ja, so ist das, ne?
gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und dann noch ein paar andere Simulationsspiele und alles andere, was dann so noch kommt. Ich will vielleicht noch ein bisschen mal FIFA machen und mal ein bisschen NBA. Ja, interessiert wahrscheinlich den einen oder anderen nicht so. Dafür hat er mich wahrscheinlich nicht abonniert. Aber Euro Truck Simulator, denke ich mal, werden 80% der Leute sein, die mich abonniert haben wegen Euro Truck Simulator. Könnt ihr ja gerne mal auch reinschreiben. Oder ich mache auch noch eine Umfrage rein. Ich habe dich abonniert wegen, naja, wegen Euro Truck Simulator oder wegen andere Spiele. Und wenn ihr andere macht, diejenigen können ja mal reinschreiben, Hashtag Abo, wegen, was weiß ich, ein Wirtschaftssimulator und. Ja, kann man ja gut und gerne mal reinschreiben. Ne? So, wir ein bisschen langsamer hier, wie wir fahren hier. Das Wetter wird auch langsam ein bisschen so. Aber es ist ein richtig schönes Spiel, um mal abzuschalten, ne? Hier so ein bisschen rumfahren, ein bisschen quatschen. Ja, herrlich. Ja, und die anderen Spiele, die werde ich dann so ein bisschen live bringen. Klar könnte man ja so sagen, FIFA ist ja eigentlich auch so eine Fußballsimulation. Oder NBA ist ja auch eine Simulation. Die werde ich aber ein bisschen live bringen. Weil, klar macht man da, ist es für einen Kanal wahrscheinlich nicht ganz so gut, wenn man gewisse andere Spiele dann trotzdem noch zeigt, außer Simulationsspiele. Wenn dann noch ein bisschen was anderes kommt. Aber ich will auch Spaß dran haben. Ja, und bei mir ist es schon so irgendwie eingetrichtert, wenn ich jetzt spiele und nicht aufnehme, einfach nur für mich spiele, dann fühle ich mich unwohl. Das ist echt doof. Das ist schon, wie es auch damals war, wo du dann geguckt hast, ah, was macht die Abos? Ah, gucke ich jetzt nicht so genau jedes Mal drauf, weil ändern kannst du es eh nicht. Ja, und so wie es läuft, dann läuft es. Andere Sachen sind wichtiger oder stehen in der Priorität halt höher. Jetzt setze ich die Abos. Ja, wenn du irgendwann mal nicht interessant genug bist, dann verlassen dich halt die Jungs und Mädels. Mehr Jungs als Mädels. Ja, ich glaube 8 oder 9% sind ja gerade mal Mädels. Ja, ich sollte vielleicht mal Sims bringen, ne? Ja, ja, wie gesagt, das sind halt solche Sachen, ne? Werde ich dann noch ein bisschen live bringen. Ich will auch ein bisschen Spaß an den Hobby haben. Und warum soll ich es denn nicht gleich mit hochladen oder besser gesagt als Livestream machen, ne? Ist dann gleich ein Abwasch und die Möglichkeit Livestream ist doch schön. Und wenn man sich einfach nur unterhält, ja, wenn ich eine Runde Zug fahre oder mit einem Flugzeug fliege und da mal ein bisschen, ja, Blödsinn baue, weil ich es nicht besser weiß, na, dann ist das halt so. Was ist da mit dem LKW los? Warum fährt der jetzt so langsam? Naja. Brauche. Ach, hier ist die Allianz Arena, ne? Ah, da ist er ja. Ah, ja. So, wir haben noch 40 Kilometer. Ach, ich nenne es trotzdem XXL-Folge, weil ich so viel durcheinander gequatscht habe. Und das wird sich auch nicht ändern, ja, dass ich meine Klappe halte. Ja, ja. Max, musst du quatschen so viel? Ah, ja. Dann ist man aber falsch hier, ne? Ja, also ich werde euch auf jeden Fall dann schon mal sagen, wenn ich den Rechner hier richtig nutze. Aber es ist immer, was sich an den Jahren alles so für Programme und was man alles so nebenbei nutzt, ja, das alles wieder richtig einrichten, ey, das ist echt nicht schön. Ja, das ist wirklich übel.
Jetzt fahre ich aber wieder eine Grütze hier, ne? Ja, muss man erstmal wieder ein bisschen durchgucken, ne? Wie das alles so läuft. Dass der erste Livestream läuft. Die ganzen Anzeigen funktionieren. Naja, das wird's schon. Irgendwann. Ah, da sind wir jetzt bei 100, da ist ja ganz toll. Oh, warte mal, ich muss jetzt hier irgendwo abfahren, ne? Hier in München. Willkommen in München. So. Aber mal ein bisschen vorsichtig hier. Kommt hier irgendwas? Nö. So. Oh, super. Ja, aber ihr könnt gerne immer ein paar Vorschläge reinschreiben, wie man was vielleicht verbessern kann. Also konstruktiv, das ist natürlich gewollt. Aber, wie gesagt, ich will Landwirtschaftssimulator sehen, ich will das und das sehen. Es gibt 3, 4, 5 Kanäle von den größeren Simulations-YouTubern, die das ununterbrochen bringen. Dann brauche ich da nicht anfangen. Ja, ich habe jetzt nicht so die große Community jetzt für Landwirtschaftssimulator, wenn auch wenn da jetzt dieses DLC rauskommt, interessiert mich jetzt nicht so, ja. Denn die Zeit, die ich habe, und glaubt mir, der Landwirtschaftssimulator, wenn man da richtig was machen will, der braucht auch Zeit. Und das habe ich einfach nicht. Da muss ich dann sagen, ich kenne mich ein bisschen mit dem Euro-Truck-Simulator aus. Dann bleibe ich lieber hier und mache da mein Ding. Und weil wir jetzt so schön beim Quatschen sind und mein Geschenk an euch ist, einmal einparken. Ja, einparken. So wie der Maximus das gerne macht. Also so erstmal hier wenden, ne? Also mal hier rein. Gut. Und das Geschenk von euch seid ihr natürlich, die jetzt eventuell das Däumchen gegeben haben oder ein Abo dagelassen haben. Wer es noch nicht gemacht hat, ist natürlich jedem selbst überlassen. Und durch euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und könnten wir wahrscheinlich nicht einfach so jetzt sagen, zu Frauchen, ich hole mir jetzt einen Rechner. Dann würde meine wahrscheinlich sagen, ey, wir haben jetzt eine Tochter. Schmeißt das Geld nicht raus. Gut, wenn sie dann älter wird, dann wird sie, glaube ich, teurer. So habe ich es gehört. Ungefähr 100.000 Euro kannst du ja schon. Kannst du schon sagen. Naja, schauen wir mal. Naja. So. Das war ja jetzt easy peasy, wa? Das ist ja kein gutes Geschenk für euch, ne? Ich dachte, ihr werdet mich. Wird ein bisschen schwerer hier. Aber okay. Ach. Schön. Ah. Achso, ich muss den Motor ausmachen. Ah, das ist schon ein schöner Truck hier, ne? Machen Motor aus. Und geben die Fracht ab. Ja. Herrlich. So. Also, wenn ich es hinbekommen habe, 2 Umfragen, dann mache ich die auf jeden Fall rein. Das muss ich mir gleich nochmal aufschreiben, sonst habe ich es gleich wieder vergessen. Ach so, die erste war ja wegen dem Prozessor und die andere war ja um, ja, wo ihr mich denn abonniert habt, auf welcher Weise. Was für ein Euro-Truck-Simulator ein anderes Spiel und die halt ein anderes Spiel hatten, die können ja gerne dann reinschreiben, was, ja, und wenn jemand geschrieben hat, ja, wegen den Train-Simulator und ja, dann könnt ihr den Beitrag einfach ein Däumchen geben, dann kann ich mir das im Nachhinein mal angucken, um mal zu sehen, ja, was vielleicht die Leute so noch wünschen, ja, welche Spiele. Vielleicht werde ich irgendwann mal noch eine größere Umfrage machen,
um da einfach mal noch einen gewissen Feedback zu haben, welche Spiele denn noch irgendwie so gewünscht werden. Oder ich mache das mal im Livestream, dass dann einer von meinen Moderatoren da mal was zusammenklöppelt, gerade so im Simulationsbereich, alles was so Actionspiele. Ich mag solche Spiele, ja, und würde die auch ab und zu mal spielen. Ja, und ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber ein bisschen Abwechslung brauche ich denn auch. Ja. Ach so, eine andere Sache, hier dieser Hintergrund, ne, der gefällt mir eigentlich schon. Ja, hat irgendwas mit diesem Grau und Weiß und dann sieht man halt die klaren Farben von dem LKW. Gibt es da noch irgendwelche anderen Hintergründe, die man irgendwo runterladen kann? Oder müssen wir jetzt wirklich auf SES warten, dass die mal was Neues machen? Ich finde den mit dem Flughafen ja ganz cool, aber so eine, sagen wir mal, so eine irische Landschaft wie bei Forza, ne, wäre vielleicht auch ganz cool, wo man seinen LKW noch vielleicht so mal ein bisschen postieren kann. Sowas wäre auf jeden Fall auch nochmal richtig cool. Dass du gewisse Hintergründe hast, hast dann ein paar Möglichkeiten, deinen LKW so hinzustellen, mit Anhänger oder ohne. Und dann kannst du schöne Bildchen machen. Ne? Also schon würde ich auf jeden Fall irgendwie schon ein bisschen feiern. Ne? Also wäre vielleicht sowas ja, in Bezug auf Wunschliste. Ne? Aber ja, wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, dann schreibt die bitte rein und nochmal. Großes Dankeschön an alle, die an mich gedacht haben. Ich, Maximus, der alte Sack, wird 40 und ab 2020, wenn ich deinen Geburtstag habe, dann kann ich sagen, ich bin dann Ü40. Ja, wie die Zeit verrennt. Aber man muss auch wirklich sagen, ich habe eine doch sehr erwachsene Community. Ein Großteil über, weiß nicht, 25% sind, glaube ich, 18 bis 25 und dann kommt die. Nach 25 und dann kommen erst die Jüngeren. So eine Dreh war das. Aber ziemlich erwachsen. Natürlich, die Jungen sind, werden ja auch irgendwann mal erwachsen. Aber da merkt man schon diesen Generationssprung. Ne? Nur mal ganz kurz. Wo ich damals angefangen habe, mit einem C64 zu zocken, das waren noch ganz andere Zeiten. Aber wir sind schon mal mit dieser gewissen DNA groß geworden mit dem Spielen. Dann war bei mir jahrelang nichts. Ja, da waren andere Sachen wichtiger. Ne? Edeltraut, Hashtag. Sowas war halt dann irgendwo ein bisschen wichtiger. Und ja, und wenn man dann wieder ein bisschen ruhiger wird, wo dann das Leben ja gewisse Züge einnimmt, ja, du hast dann Frauchen, du hast dann deinen Ruhepol und die macht so ein bisschen seins und du machst dann mal ein bisschen. Und dann rennt man nicht jedes Mal auf Disco. Sowas gibt es ja jetzt gar nicht mehr so richtig, oder? Gibt es noch Disco? Naja, nein, nicht mehr so, wie wir es früher kannten, ne? Manchmal wusste man gar nicht, wo man als erstes hingehen sollte in Cottbus. Er ist mit da. Er ist egal. Und ja, und dann besinnt man sich so auf andere Sachen zurück. Ich werde jetzt nicht anfangen mit Fußball spielen oder Karten, Briefmarken sammeln oder so, will ja eh Kinder sehen. Ja, und dann sagt man sich, ja, früher hat man gezockt, ne? Oh, war eigentlich ganz interessant. Und die Grafik und der ganze Kosmos, der darum ja, sich entwickelt hat, ja. Hat uns auch zu irgendeiner Situation geführt, wo ich manchmal sitze und sage, was will ich denn jetzt spielen und ich weiß nicht was. Darüber hatten wir ja schon mal diskutiert, ja. Und dass wir viele, viele hohe Erwartungen haben. Bei Cyberpunk haben wir wahrscheinlich so hohe Erwartungen und dann ist es ein gutes oder sehr gutes Spiel, aber dann wird es welche geben, ach, ich hätte mir doch ein bisschen mehr. Ja, wir sind einfach manchmal auch ziemlich verwöhnt. Obwohl Cyberpunk wird schon bestimmt richtig geil. Ja, und sowas will ich dann auch ein bisschen spielen. Und deswegen auch mein neuer Rechner, das ist mein alter, das ist mein neuer. Ja, das ist Metall, ne? Ja. Ist ein bisschen größer und noch ein bisschen schwerer, aber wie gesagt, der Link ist ja unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr euch das ja mal angucken. Ja, Hashtag Gamestar. Wahrscheinlich nur gesponsert oder was weiß ich, aber mir geht es um die inneren Werte und die sind eigentlich ganz gut. So wie bei euch allen sind ja auch die inneren Werte gut. Bei mir doch irgendwo auch. Und ich hoffe, ich konnte euch die ganzen Jahre, die ich jetzt schon YouTube mache, schon verfolgen. Aber ja, jetzt werde ich sogar ausgelacht. Ihr könnt ja gerne auch nochmal reinschreiben, wie lange seid ihr ungefähr schon da? Circa. Seit wann? Seit 2, 3, 4 oder 5 Jahren? Wie viele Abos hatte ich damals? Ja, würde mal ganz interessant sein. Jetzt nehmt ihr einfach mal. Und vielleicht schaffen wir ja sogar mal 1000 Daumen nach oben. Ja, machen wir einfach mal. Wer hat eigentlich überhaupt so lange durchgehalten, dieses Gelaber? Ich erinnere mich an.
wenn ich jetzt so quatsche, jetzt ist wirklich XXL, an diese Phase, das ist ein Video, kein Livestream, Maximus. Ist egal. An den Ladebildschirmsimulator. Wie geil war das dann? Ja, wir haben alle gewartet, dieses DLC zu spielen. Und ich fand das so geil. Keiner hat sich aufgeregt. Wir haben alle gewartet. Wir waren um 1000 Leute, 1200, ja, und haben auf das Spiel gewartet. Das war richtig geil. Und wir haben einfach nur diesen Bildschirm gesehen, also den Desktop, und haben gequatscht. Und das war geil. Da hatte man die Zeit, sich da zu unterhalten mit euch. Fand ich super. Jetzt ist es ein bisschen Monolog, ne, weil ich nur quatschen kann und ihr nicht, aber ihr könnt ja viel reinschreiben. Aber vielleicht mache ich das ja auch als, ja, Premierenvideo. Ja, ich werde es als Premierenvideo machen. Da könnt ihr nämlich in der Zeit ein bisschen quatschen. Ich bin leider, auch wenn das Video jetzt hier um, ja, 16 Uhr rausgekommen ist, ich bin leider arbeiten bis 18 Uhr. Ja, ist ein Tag so wie jeder andere und das Geld muss irgendwo kommen. Ne? Muss man, ist halt Sprechtag. Ne? Und ich bin jetzt nicht so, ah, Geburtstag, Mittagskind, ich muss nach Hause. Nee, ach, Scheiß. Ja, mir macht der Job Spaß, da wo ich bin, öffentlichen Dienst, ja. Und hätte ich mir nie gedacht, dass ich sowas irgendwann mal mache, aber es macht mir Laune. YouTube macht mir auch Laune. Trotzdem Familie und Kind und alles ist wichtiger erstmal. Und darum wird ja auch der neue PC ein bisschen länger dauern. Aber schreibt mal rein, ja. Wir versuchen vielleicht 500 Kommentare oder 1000 Daumen oder wie auch immer. Ich habe da jetzt keine Ahnung. Und teilt das Ding einfach mal. Ja, der alte Sack Maximus wird 40. Ja, also, ich freue mich. Ich freue mich, was da alles so kommt. Und ja, wir sehen uns dann bestimmt wieder beim nächsten Video. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.